Willkommen zurück bei Kirby Space Programm. Valentina ist wieder auf dem Weg, um Jeb und Elfriede abzuholen. Ne, Glenfried. Und diesmal versuchen wir es mit drei Atomtriebwerken. Ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit und marschieren gleich fröhlich drauf los. Da werden wir aber ein bisschen mehr Geschwindigkeitsüberschuss ranholen. Stabiler. Gut machst du das, Valentina. Super. Schön gerade halten, die Flieger. Und volle Granate. Granate. Jetzt haben wir natürlich kein Docking Port, das heißt, wir müssen von Hand umsteigen. Aber da sehe ich kein großes Problem drin. Jetzt gibt's Schub. Jetzt gibt's Schub. Wow, 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 hochziehen. Stabil bleiben. Sekunden. Na komm, 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 komm. Nach oben oder nach unten? Ja, wir steigen. Hier noch zusätzlich was raus? Nee. Die liefern nichts mehr. 8 Kilonewton. Okay. Vergiss es. Okay. Oh.
sollst in Orbit fliegen und kein Salto. Oh, jetzt haltet schon wieder volle Kanne gegen. Nein. Hallo. Gegenhalten. Oh, das Ding kommt völlig außer Kontrolle. Das Ding kommt völlig außer Kontrolle. Und ich bin immer noch bei 20. Nein. Ist das hecklastig? So. Nochmal. Nein, keine Chance, keine Chance. Wie mache ich das? Booster? Wollen wir da oben zwei Booster mitnehmen? Oder wollen wir hier für den Start normales Triebwerk mitnehmen? Zum Beispiel irgendwas, was ein bisschen Schub liefert. So eins hier. Oder unseren Wolfshund. Warte mal. Der hat 69 und 375. Und der liefert 247. So einer hier würde doch reichen. 7,1. Und was liefert der? 7,9. Wir nehmen so eins. Wir brauchen einmal richtigen Treibstoff. Mist. Jetzt kriegen wir den natürlich hier nicht eingebaut. So. So. Wir werden jetzt nämlich Folgendes machen. Wir werden die Reliant nutzen, um da oben Schub zu haben. Und danach sind dann erst die Atomtriebwerke dran. Das sind sozusagen unsere Weltalltriebwerke. Okay. Ich probier's. Start. Alles klar? T, Y. Are you ready to rumble? So, Valentina. Und jetzt sage ich einfach mal, du schaffst es. So.
Sehr gut. Pass auf. Du ballerst jetzt so hoch, wie die Dinger können. Danach schießen wir uns damit in Orbit. Also die Stratosphäre. Und da haben die dann genug Schub, um Orbit zu bleiben. Klingt nach einem Deal. Jetzt haben wir das Kreuz unten vergessen. Mist. So, über 8 Kilometer. Dich. Welche Richtung fliegst du denn, Mädel? Ach, da musst du. Valentina, warum ist das Ding so unsteuerbar? Wir sind im Stall, wa? Ja. Warum kriegst du keinen Schub hin? Ich kapiere das nicht. Der hat doch volles Triebwerk. Oder liegt das wirklich daran, dass sie so weit außen sind? So.
Jetzt habe ich aber das Kreuz unten immer noch nicht. Ach so. Jetzt habe ich das Kreuz unten. Okay. So, jetzt habe ich die Triebwerke nach innen gesetzt. So. Mal gucken, was jetzt passiert. So. Gut. Mal gucken, was jetzt passiert. Warte mal. Die 3 ist hier. Die 4 ist hier. Okay, wir probieren es. Wow, nicht so empfindlich, mein Freund. So. Okay. Aber warum nimmt er nicht Geschwindigkeit auf? Sag nicht, 2 Triebwerke sind zu wenig. 130 Kilo, 130 Kilo. Hier maximal Luft. Der kriegt hier maximal Luft. Thank you.
Und abschmiert, Tita. Ach, ich hab keinen Bock mehr hier. Tschüss. So, du, weg. Dreierkapsel. Zu groß. Na gut, dann nehmen wir doch den. So. Da kommt ein kleiner Dockingport drauf, weil wir haben ja nur einen kleinen oben. So. Oh, warte mal. Dann könnten wir doch den wegnehmen. Und wir könnten dort als erst Tank draufsetzen. So. RCS. Jetzt kriegst du da Düsen drumherum. So, das war's. Da kommen jetzt die Fallschirme ran. Zwei davon. So. So reicht's mir hier. Hitzeschild runter. Zack. Absprengen. Zack. Klar machen zum Start. So. Was brauchen wir denn noch? Du hast hier oben Düsen. Das heißt, wir ergänzen das mal durch Düsen hier. Müsste funktionieren. Das war's. So. Jetzt kriegst du noch ein Marschtriebwerk. Ups, zu klein. So. Das sieht doch nach was aus. Dann können wir sogar noch die Düsen hier. So. Da hast du nämlich die Düsen und diese hier. Damit bremst du. Oh, warte mal. Theoretisch müsstest du die hier bekommen. Ja, genau. Dann kannst du nicht mit diesen hier hoch und runter bewegen. Okay, und die sind zum Ausgleich. Passt. So.
Du kriegst jetzt noch ein bisschen Solartralala ran. So. Da, Valentina, kannst du einsteigen. Damit rettest du jetzt Jeb. Bill fliegt raus, du fliegst raus. So. Dann gibt es eben kein SSTO. So. Hey. Cool. Okay. Jetzt kriegst du noch einen Pool hinten dran. ist zu wenig. Oh, 1,3 TWR. Vier Minuten. 0,7. Reicht. Reicht. So. Warte mal, wie wär's mit dem? Sechs Minuten, 0,5. Reicht. Super. Okay. Damit fliegen wir jetzt nächstes Mal hoch und retten Jeb. Kein SSTO. Du bist jetzt, Rescue Mission 2. Und damit gehen wir raus hier. Und ich sage einfach, nächste Runde starten wir. Und bis dahin muss Jeb halt noch warten. Und wir sagen, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und see you later.